Ziel aus Zdeněk aus der Tschechoslowakei war unser Zweitplatzierter. Auch er hat es geschafft, in der zweiten Runde fehlerfrei zu bleiben. Im Stechen dann leider ein Umlauf. Trotz alledem ein toller Erfolg. Zila, dich kennen wir mit dem Pinot Grigio, ein ganz berühmtes Pferd. Mit welchem Pferd warst du heute unterwegs? Dieses Pferd ist 11 Jahre alt, ist das Hengst von Cassini. Entschuldigung. Und ich reite in zweiter Saison. So, wie viele Wochen warst du jetzt hier? 2 Wochen. Die zweite und die dritte Woche? Zweite und dritte Woche. Und wie hat es dir hier gefallen? Ja, ist das super Boden, ist super Organisation, alles, muss ich sagen, alles war sehr top. Jetzt hast du einen idealen Abschluss, um nach Hause zu fahren. Und was ist dein Plan für die weitere Zukunft? Sie haben recht, ich fahre sehr leicht heim. Nächste Turniere, ich reite im Tschechei, aber dann ich fahre schon CSIO im Sopot in Poland und dann nach Ungarn und wir möchten, weil haben Qualifikation von diesem Turnier nach Europameisterschaft, wir möchten diese Europameisterschaft ausprobieren. Da wünschen wir dann ganz viel Erfolg. Und meine Damen und Herren, ich glaube, da gibt es auch noch einen doppelten Applaus, jetzt nicht nur für den zweiten Platz, sondern auch, weil der Zila es wirklich auf toll gemeistert hat, dieses Interview auf Deutsch zu geben. Herzliche Gratulation, Zila. Dankeschön. Und wir wünschen eine gute Heimfahrt. Auf Wiedersehen.